Auch wenn wir den Bereich der Bronzen verlassen haben, verlassen wir noch nicht die Handzeit. Hier ist noch eine ganz schöne Vitrine, davon zeige ich euch zumindest die linke Hälfte, einmal groben Überblick. Ich habe ja gerade schon von Bestattungen geredet und von Ziegeln, auf die verschiedene Motive eingedrückt waren oder eingestempelt waren. Allerdings waren solche Bilder oder Bildziegel nicht die einzigen Grabbeigaben. Es gab auch noch sogenannte Mingzi. Mingzi, das waren Abbildungen verschiedener Gegenstände aus dem alltäglichen richtigen Leben. Und hier sehen wir zum Beispiel einiges Vieh im Vordergrund, zum Beispiel links ein Schwein. Ich gehe mal kurz mit dem Finger davor. Hier sehen wir zwei Mandarinenten und auf der rechten Seite zwei Hühner und hier einen Hund. Im Grunde genommen waren diese Mingzi meistens Abbildungen der Besitztümer dessen, der bestattet wurde. Die kamen in der östlichen Hanzeit auf, in der westlichen Hanzeit gab es die noch nicht. Die westliche Hanzeit war ja die, die 200 Jahre vor Christus bis ungefähr zur Zeitenwende war. Und da gab es, also herrschten Schachtgräber vor, wo die Menschen einzeln bestattet wurden. Und dort gab es auch Grabbeigaben, aber halt nicht solche Mingzi, also aus Ton gefertigte Abbildungen von irgendwelchen Besitztümern oder Hab und Gut, sondern halt zum Beispiel Schriftrollen mit Texten zur Medizin oder über den Landbesitz der Leute, die bestattet wurden. Oder es wurden Waffen beigelegt oder Gebrauchsgegenstände wie Essgeschirr. Kleidung wurde beigegeben und auch Nahrung. In der östlichen Handzeit, wenn man da zum Beispiel Nahrung als Opfergabe gebracht hat oder mit ins Grab gegeben hat, dann war das relativ beschränkt. Da gab es zum Beispiel einen Fall, da hat man ein Grab geöffnet und es wurde eine Handvoll Hirse halt in dieses Grab gestreut, bevor es verschlossen wurde. Gut, wichtig sind aber diese Mingzi. Wie gesagt, sie bilden halt, stellen halt den Besitz, die Besitztümer dessen da, der bestattet wurde. Und ganz interessant sind besonders die Gebäude, die dargestellt sind, denn aus der Handzeit ist ja nicht so viel Bildmaterial erhalten geblieben und auch nicht so überragend viele Mingzi, aber es also zumindest keine, die Architektur darstellen. Insgesamt gibt es schon sehr viele. Aber das große Problem ist, dass keine Architektur aus der Zeit erhalten ist. Entsprechend sind bildliche Quellen oder solche Mingzi die einzigen Mittel, um halt nachvollziehen zu können, wie die Architektur der damaligen Zeit aussah. Gut, wir haben das jetzt gesehen. Ich habe dazu einiges gesagt. Ich denke, dann gehen wir über zum nächsten.